So, wir machen das weiter. Das geheime Geheimnis. Bei My Little Puzzles 3, The Key to Eternity. Genau. To Eternity. Das letzte Mal haben wir... waren wir in der Disco und... ja genau, das Fire from Mainz hat was anderes. Genau. Und jetzt werden Coins collected. Ich bin gespannt. Da habe ich mich inspirieren lassen von einem anderen Hack, der hieß Mario Logic, glaube ich. Ah, okay. Also das Prinzip könnte bekannt vorkommen. Mal gleich gucken, ob du das... Ach nee, muss ich jetzt... Ach nee. Na gut. Das Level finde ich gut. Aber das im Grunde, Huchala. Im Grunde muss ich... Was will der Bruder? Also ich muss als erstes hier durch. Okay, alles klar. Ja. Tolle Wurst. Mal gucken, ob du es ohne Slow-Mo schaffst, die Coins nicht zu lenken. Ja, das auf jeden Fall. Ne, die kann ganz schön zickig sein ab und zu, die Coins nicht. Das war schon falsch. Jetzt hast du dich verbaut. Ich muss mal gucken, wie ich anfange überhaupt. Ich würde rechts rumgehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das komplett voll mache am Ende. Muss ich das komplett? Sind das schon die... Zähl doch mal. Ich brauche 63. Ich brauche also ist schon... Ist schon alles. Ja, das sind alle. Und es ist eigentlich egal, ob du links rum oder rechts rum gehst. Das hat relativ viele Lösungen. Was du willst. Ja, man muss nur aufpassen, dass man nicht zwei Sackgassen sich baut, weil dann hat man schon verloren. Conan, dann geh mal in die Mitte hoch. Ha, ha, ha. Ja, weil wenn ich nämlich jetzt so starte, habe ich schon zwei Sackgassen gebaut. Und jetzt habe ich schon drei Sackgassen. Also das kann ich komplett knicken. Es hat zwar viele Lösungen, aber nicht alle Lösungen. Also der Anfang hier war eigentlich ganz gut für mich. So, dann hier rum und jetzt gehe ich runter. Ah, ja, jetzt habe ich's. Ja, wenn ich dann nicht hängen bleiben würde. Nein, ich will das schon am Stück haben. So. Das machen wir ohne Safe States. Ist relativ schwer. Ja, das kommt noch dazu, man macht sich dann sogar schwerer. Aber mit Safe States sollte das nicht zu schwierig sein. Mach ich nicht. So. Das sieht sehr gut aus, Conan. Sehr schön. Ja. So. Ja. Ja. Easy. Perfekt. Das ging noch schnell. Easy. Ja, ich hab Übungen sowas. Ich hab, von Mario Logic. Wie hieß das Spiel? Nee, auch, aber... Gott, wie hieß das Spiel? Missing Translation gab es auf Steam gratis. Das wollte ich so... jetzt habe ich das Set zugemacht hier vom Laufen. Da. Das wollte ich so ein bisschen... Ja, eigentlich wollte ich... Ich dachte, das ist ein relativ kurzes Spiel und wollte halt ein kurzes Video draus machen. Und jetzt sind es... Moment, ich muss nochmal kurz rausklicken. Einmal 3 Minuten, einmal 7 Minuten und 1 Stunde 11 geworden. Was? Weil ich zwischendurch immer wieder beenden musste. Ich dachte halt, ich krieg's dann im Stück und jetzt habe ich da 1 Minute, 1 Stunde 20. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal hochladen soll. Das sind praktisch nur solche Rätsel am Stück. Also solche hier, wo man eine Schlange an den Weg entlang fahren muss praktisch. Und halt gucken muss, wo sie anfängt und wo sie, dass man halt eben sich solche Sackgassen nicht baut. Dann ist es noch, so das Drehen von mehreren Scheiben, bis die zusammenpassen. Also es sind lauter solche Dinger dann gewesen. Ich dachte, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Hört sich aber trotzdem spannend an. Lad's einfach mal hoch. Oh, es kommt noch mehr so Zeug. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich lade es einfach hoch. Vor allem habe ich jetzt drüber geredet. Scheiße. Ich verstehe nicht, wieso da jetzt ein Pilz lag. Damit du dir keine Münzen mit reinnehmen kannst. Also, ach so, okay. Damit die sich resenden. Ich verstehe. Oh, toll. Da wollte ich hin. Okay, ich muss das die ganze Zeit so ein Kram hier machen. Das ist ja dann hier wie Missing Translation. Ja, hast du super Übungen drin, da weißt du ja, was du machen musst. Das ist ja voll ein bisschen. Ja, das waren nämlich lauter solche Wege, die man bauen musste. Ja, und das sieht schon mal sehr gut aus wieder, Conan. Ja, das passt auch. Wie du einfach durchfährst hier, ohne zu überlegen. Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich... Was? Also, das ist eine. Von Missing Translation, das ist tatsächlich die Übungen gewesen. Warum hast du den Block nicht ein bisschen weiter gemacht, den Baumstamm? Du wolltest verwirren. Aber komplett anders machen müssen, weil der Weg noch versperrt gewesen ist.
Oder wenn du den linken, den Zweierbaumstock einfach einen noch nach, also einen breiter. Den jetzt links oben. Dann wären wir nicht mehr durchgekommen, oder? Doch, hätten wir. Hätten wir doch. Ach, du willst, also, dass da keine Lücke entsteht, Flo? Den Weg anders zu bauen. Egal. Du willst, dass da keine Lücke ist? Na, die Lücke ist doch nicht weiter schlimm. Nee, das ist auch besser, wenn da eine Lücke ist, weil dann kann man da eventuell auch durch. Dann verwirrt das ein bisschen mehr. Halt nicht, sonst weiß man ja sofort, dass man nach rechts muss. Jetzt muss ich trotzdem... Ah, ich muss noch so ein Rätsel machen anscheinend. Ich bin nicht fertig. Eins kommt noch. Der Meister da drin, in solchen Counseling-Sachen. Ja, mal gucken. Will ich da aufhören? Eigentlich nicht. Wenn du das auf Anhieb machst, dann schicke ich dir 2 Tiefkühlpizzen nach Bayreuth. Hör auf! Ja, du kannst ja aussuchen. Entweder sind sie tiefgekühlt oder ich back sie vorher. Super. Expressversand, nächsten Tag sind sie da, Colin. Du magst doch kalte Pizzen am Morgen, oder nicht? Ich hab mal gehört, du magst. Sind die dann im Briefkasten drin, die Pizzen? Ja. Klar. Nee, ich rufe einfach eine Pizzeria an in der Umgebung. Und sag aber, die sollen zu Rewe gehen und sich eine Tiefkühlpizza holen. Ich mag keine selbstgemachten. Stell dir das mal vor, du rufst da an und sagst, nee, bitte nicht von eurem Zeug, ich möchte gerne eine Tiefkühlpizza von Rewe haben. Ah! Funktioniert das? Ja. Hier rum, hier hoch. Ja, das sollte passen. Wie analytisch daran geht, ich würde einfach auf gut Glück machen. Ja, das... Ja. Nein, ich hab... Scheißschlüssel ist im... Ach, der Scheißschlüssel, der ist am Weg. Ich kann mich da nicht bewegen. Egal. Geh weg. Genau, B gedrückt halten können. So. Ich halt immer B gedrückt, wenn ich Mario spiele. Ja. Das hat man Intus irgendwann, ne? Ja. Das sieht doch super aus. Das ist echt keine Aufgabe für Conan. Nee. So. Nächstes Mal bitte mit Gegnern unten, die ja gleichzeitig irgendwie... Das Gute ist jetzt echt, dass du dadurch, dass du sowas dran gebracht hast, habe ich jetzt überhaupt mich wieder an Missing Translation erinnert. Das ist, oder halt, du setzt einfach dieses Puzzle oder diesen Pfad einfach ein Screen nach oben und er muss das unsichtbar machen oder ohne Sicht. Einfach drunter und irgendwelche Todesblöcke. Dann muss auch das verbreiten, während er das macht. Also ich finde, also eine Coin Snake unsichtbar, also beziehungsweise nicht sichtbar lenken, das ist immer richtig krebsig, wenn man das machen muss. Mem muss man in meinem Puzzle machen. Zwinker. Noch nicht, aber gleich. Jetzt geht's los. Yes. Den Boom ist gedrückt und P-Switch. Moment, jetzt brauche ich den Cooper da hinten gar nicht mehr. Ich hab's gebreakt, scheiße. Eigentlich hätte man jetzt nämlich noch den Cooper hier holen müssen. Ja. Aber das, mein Gott, das ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig dramatisch. Huch! Nein! Hättest du den Cooper doch geholt. Lock den Buu in den Cooper rein. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Nee. Der bleibt in seinem Kästchen. Weißt du. Mensch, jetzt sind wir erst bei 8 Minuten. Jetzt kommt das Schloss dran. Machen. Das Schloss geht eine halbe Stunde. Und je nachdem, wie schnell auf die Lösung kommen. Oder wenn er breaken will. Oh Gott. Jetzt freuen sich schon die Switches. Ja, Colin kann ja erstmal so 10 Minuten spielen und wenn er das nicht weiß, dann sage ich ihm einfach die Lösung. Weil ich das natürlich dann sofort herausfinden werde jetzt. Natürlich. Ja, falsch, Colin. Ah, was mache ich denn? Das war wirklich falsch, ja. So. Oh Gott. Also die Münzen sollte ich schon mal wegmachen. Ich sollte mich auch erstmal wieder umgucken. Ja, natürlich ist hier noch ein Switch drin. Irgendwie den kann ich eigentlich schon mal draußen lassen. Natürlich sind da die Happy Switches hier. Ja, ja. Kennst du das schon an dem Sprite-Limit? Nein, ne? Das sind jetzt erst 3. Das war klar. Müssen die alle in-screen sein oder... Reicht das, wenn die jetzt erst einmal reingeladen werden? Moment, wenn ich jetzt den drücke. Ja, irgendwas sein, aber in Screen sind halt die Non-Permanents. Also jetzt sind halt 3 drin. Wenn er noch einen Yoshi mit reinnehmen würde, aus dem Vorlevel,
Mhm. Was noch irgendwas sind schon 4. Und dann wird schon okay. Ja, das ist jetzt blöd. Ach, du bist ein Strom. Ach, echt? Ja, ich komme hier nicht raus, das ist das Problem. Guck mal, der ist ziemlich wütend, dass er nicht rauskommt, aber jetzt kommt er raus. Ja, das ist gerade schlecht. Ich würde mich da... Oh, nee, geht nicht. Kannst ja nicht hochspringen, da. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber ich gucke jetzt hier jetzt erstmal hier oben rum. Vielleicht muss ich ja tatsächlich... Ach, gucke mal. Ach, nee, ich schätze nicht, dass du da durchkommst, ja. Nee, ich bin zu weit oben, okay. Dann ist es eigentlich nicht so gedacht, dass man hier oben rumläuft. Oder du hast noch einen P-Switch in der Hand. Und kannst deswegen die Blöcke nicht mehr. Oh wow, das ist auch interessant. Am Ende muss ich hier eine Feuerblume haben, dann aber wieder klein werden. Und dann hier aber... Ach so, klein muss ich hier durch. Mit einem Schlüssel, richtig. Genau. Ja, okay, klein hier durch. Ich habe es gerade andersrum gelesen. Ich lese diese komischen Pilzblöcke immer als, dass man nur Großer dadurch kann, aber als Großer sind die einfach fest. Ja. Gibt ja genug Unaufblöcke hier. Aber ja, wenn du aus der Tür raus willst und ins Schloss rein, dann wird es schwer werden, wenn du erst klein musst und dann die Blume brauchst. Gott, das Level überfordert mich ein bisschen. Da ist ein bisschen zu viel im Screen. Du wolltest doch lösen. Zu viel Gedöns. Jetzt lösen sie mal. Ich bin nur noch nicht 10 Minuten um, also hat der Blume... Genau, genau. Ja. Kann ich den von hier treffen? Ja. Ja, du hast Keyswitches gestapelt, sehr schön. Gut getroffen. Ich wollte den on-off treffen, aber jetzt, wenn ich da reinlaufe, komme ich ja nicht mehr raus. Dies ist korrekt. Scheiße. Das nützt mir ja so gar nichts. Drück doch einen vorher. Bevor du da unten drin bist. Dann fällt. Ach so. Ich weiß ja nicht, was das bringt, aber. Ja, dann habe ich natürlich den Stress mit dem Swamp erstmal nicht. Intelligent. Au. Ja. Ah, vielleicht muss ich aber das sogar so praktisch vorbereiten, dass der dann hier einmal. Aua. Dass er da gefangen bleibt? Nee. Er wird nicht gefangen sein. Ja, aber so, ja. Nee. Aber ich komme ja nicht durch. Ich komme da oben ja nicht raus. Und wenn du den P-Switch rechts gegen die beiden Blöcke schwürzt. Das hier wollte ich im Prinzip halt machen, nur von da aus schon. Weil das, ich denke mal nicht, dass das. Aber das Problem ist, der bleibt an dem hängen. Was du jetzt machst, du drückst den P-Switch, dann nimmst du den anderen mit, machst einen Spin-Jump auf dem Swamp mit dem P-Switch und wirfst den P-Switch rechts dagegen und gehst dann da in Sicherheit. Wo die beiden Blöcke auftauchen. Sehr schöne Paniklösung, aber es könnte funktionieren. Du hast verstanden, was ich meine, Conan? Ja, aber nichts, was ich umsetzen möchte. Das wird auch ziemlich schwer. Wie kann ich denn den On-Off hier besser drücken? Vorher, wie kriege ich das denn hier? Wo war denn da überhaupt ein Silberner? Bisher noch gar keiner. Noch nirgends. Kommt der später? Wahrscheinlich in dem Block da. Jetzt komme ich halt nicht mehr raus. Jetzt kommen noch Silber mit Ausblöcken raus, ja. Nee, so nicht, Conan. Hier ist vorbei, also das, wenn ich hier unten bin, ist vorbei. Das kommt drauf auf deine Situation drauf an. Jetzt wäre es vorbei. Aber du kannst dafür sorgen, dass es nicht vorbei ist, wenn du da unten bist. Wirf einfach einen P-Switch gegen den Swamp und der wird dann... Oh mein Gott, wartet mal! Der springt dann wieder hoch. Der Swamp interagiert mit dem P-Switch. Das ist richtig, aber... Ach nee. Also aber das ist jetzt echt... Fast richtig. Was? Nein, nicht dein Ernst. Nee, fast. Okay. Fast. Ja, vielleicht bist du in Sicherheit, wenn du einen drückst. Oder so. Das bringt ja so nichts. Drück mal einen und bleib mal stehen. Wenn du das in der Hand hältst. Nicht in der Hand halten. Also loslassen. Nicht dein Ernst. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der P-Switch das Leben rettet irgendwie.
Im Sinne von Gegner. Das sieht dramatischer aus. Oh, das habe ich toll gebaut. Aber wie wär's, wenn du den On-Off-Block Switch einmal drückst? Jetzt ist der blöde Block da wieder da. P-Switch-Jump hoch da. Oder nochmal zurückspulen und den unteren Fragezeichen-Block wegmachen. Ja. Ja. Ja, einfach. So. Ja, oder richtig, so. Das wäre zu einfach. Ach, scheiße, da komme ich jetzt nicht ran. Nein! Nein! Okay, was ist hier drin? Ah, jetzt kann ich das da drüben drücken. Ja, natürlich. Ah. Fuck. Lass auf den hier drücken. Ja, wahrscheinlich hättest du da schon ein paar Reihen wegmachen müssen. Naja, also du hast hier ein paar Blöcke. Du hast zwei blaue und zwei silberne. Oh ja, die hättest du alle wegmachen müssen können. Ja. Scheiße. So. Ich finde es übrigens schade, dass der Prompt nicht den P-Switch drücken kannst, sonst hätten wir auch wunderschöne Puzzles damit bauen können. Mario Maker funktioniert Gott. Ja. Ja, das ist sehr, sehr schade, wirklich. Ich höre es in euren Stimmen, wie schade ihr das findet. Oh. Gut. Nichts passiert. Ich hoffe, das war nicht zu laut in der Aufnahme. Nö. Sorry. Da kommt denn noch ein kleiner Tipp, bevor wir nochmal alles zurückgehen. Scrollen wir nach rechts. Okay. Oh. So, als kleine Hilfe, damit das Video 5 Minuten kürzer wird. Ja, das wollte ich gerade sagen. Conan, scrollen wir nach rechts. Das wusste ich natürlich. Das kann ich aber noch machen. Das ist noch drin. Das ist noch drin. Aber klar, du wusstest es, weil der hat es ja schon gesehen, weil wir schon über das Level drüber gelaufen sind. Ja, genau. Ja. Ich hätte es ja eigentlich auch schon sehen müssen dann. Ich habe so ein Delay, Conan ist gerade bei mir. Nein, jetzt habe ich dich nicht gedrückt. Nein. Moment, ich muss den da draußen auslösen, das heißt aber ich muss. Ah, okay. Scheiße. Das ist schon. Das ist jetzt schlecht. Lass mal die Münze eingesammelt, ne? Als der Trump noch eine Münze war. So. Ja, das kann er nicht machen, weil er hat nur zwei Grauen. Da braucht er etwas, um den zweiten Grauen zu aktivieren. Das war richtig. Ja. Aber ich kann dafür sorgen, dass er runterfällt, wenn ich zu ihm komme. Genau. Warte mal. Das ist richtig. Es gibt einen On-Off, der vor dem Puzzle ist, also draußen. Ach ja. Nein, ich darf den Ding gar nicht mit reinnehmen. Oh! Aber den brauche ich draußen brauch ich doch gar nicht bauen. Den brauche ich doch gar nicht. Der bringt mir doch gar nichts jetzt. Ah ne, den kannst du gar nicht drücken. Ha, ich habe das hier noch auf Blöcke gesetzt. Das wäre ja einfach dann. Ich hätte aber mit dem P-Switch halt drücken. Ah, oh, Mann! Gibt's doch nicht. So. Ey! Ach, weil ich den immer wieder neu drücke. Ah, weil ich doof bin. Hast du den jetzt genug oft gedrückt? Ich bin mir nicht sicher. Nein, aber ja. Das. Drücken. Kann ich dann mit dem Grauen machen? Ach so, ja, richtig. Ja, gut. Jetzt ging es gerade erstmal darum, dass der Swamp hier dann runterfällt. So. Und reingeladen hattest du. Du hattest nicht Rewinded, ne? Du hast den schon reingeladen, den rechten, ne? P-Switch. Muss ich den dafür reinladen? Ja, wenn du nicht reingeladen hast, ist er noch nicht da. Also, dann kann er auch nicht runterfallen. Genau. Ich weiß nicht, ob du vorhin Rewinded hast oder. Ja, aber ich habe ja jetzt zurückgespult. Er fällt auf jeden Fall schon. Ah, ich bin ja oben schon entlang gelaufen. Ja, deswegen wusste ich ja nicht, ob du jetzt oben entlang gelaufen bist oder zurückgelaufen oder ob du entlang gelaufen bist und rewindet hast. Ja. Das war der Knackpunkt.
So, 20 Minuten, 10 Minuten sind vorbei, Conan. Jetzt kommt die Lösung. Du drückst jetzt genau, jetzt machst du da das alles weg, so. Da, richtig, das machst du auch weg. Ja, dann bist du doch klar, dann schaffst du das gleich. Huch. Und auf Block drücken. So. Jetzt ist die Frage, on oder off? Das wird egal sein, erstmal. On oder off? Hauptsache jetzt on. On oder off? Ja, das andere wäre Trial and Error, das wäre irgendwie gemein. Ich meine, am Ende waren ja nochmal... Nee, er muss off sein, glaube ich. Es gibt genug Switches, die du benutzen kannst, um on oder off zu stellen. Also ist nicht so, dass du jetzt... Ja, das meinte ich mit, das wäre gemein. Ja. Aber nee, so gemein ist es nicht. Richtig, das hat er nämlich noch nie gemacht. Zumindest nicht in meiner Welt passend, oder? Ja, okay, ich was weiß ist nicht da mehr, wie gemein Sariels Level. Das ist wahrscheinlich ein Sariels Level waren. Nein, das ist der starke Schlüssel. Ja, jetzt ist vorbei. Ach so, ich könnte ihn jetzt aber auch einfach holen. Nee, könnte ich nicht. Wenn du ihn einfach holen kannst, dann. Nee, kann ich nicht. Es ist... Sind das alles Blöcke zum Leben? Okay. Schaut mir aus wie Deko. Eine schöne Deko, oder? Okay, hier muss ich den Schlüssel schon haben. Wie gefällt euch eigentlich die Palette? Oh! Deko-Blöcken. Der fährt bis hier durch. Ist ganz cool, ja. Begeisterung pur. Aha! Was bringt mir das jetzt? Jetzt habe ich, du musst einen P-Switch auf diesen Block legen. und den durchs Level fahren lassen. Der muss da wirklich runter, ja. Ja, wo sagt er durch die Lösung, hat er gesagt. Also. Ja, genau, ja, klar. Der muss wirklich da unten. Oh mein Gott. Ja, und dann musst du da immer on-off drücken. Genau, das war jetzt gerade nicht, das war ernst gemeint gerade, nicht aus Joke. Weil die Stimmlage klang, als wäre es ernst. Ja, genau, so, genau das. Beim genaueren Betrachten sieht man das, dass es offensichtlich ist. Jetzt haben wir den Pilz noch. Ja, wahrscheinlich will ich den sogar noch haben, nochmal den Block. Kannst du nochmal reinladen, ne? Ja. Verkackt. Kommen Sie noch mal her, meine Dame. Did you just assume the gender, dude? Sure. Das ist ein Apache. Ich hoffe, ich fühlen kann. Ja. Sprich den Block bitte mit thy an. Das ist dann intersexuell. So. Scheiße. Kommst du da jetzt hoch? Ich könnte es dir sagen, aber... So nicht mehr. Aber der fährt hin und her. Ah. Aber wir sind ja schon am Ende. Ja. Ja, cool, dann haben wir es ja. Ja, nur 20 Minuten gedauert. Huch. Ja, und Off-Block ist falsch, Conan. Ja, ich habe ja noch Schlüssel. Aber den brauchst du doch am Ende. Ching. Wieso der an Off passt? Ah. Ching. Ja, hättest du mal einen Block. Naja, ich muss den fahren lassen. Also ich muss einen fahren lassen, ja. Ja. Lass mal einen fahren, genau. Ja, so geht das. So. Das ist clever. Easy. So, und den Boss probieren wir wieder ohne Save States. Juhu. Warum nicht im nächsten Part? Nee. Das ist ja gemein. Dauert. Es geht nur wieder aber viel zu schnell. Das ist wieder eine schöne Herausforderung. Also, die Herausforderung kommt dann schon noch später, aber... Das letzte Mal haben wir ja gecliffhangert und dann war das der Boss einfach so ein langweiliges Ding, deswegen. Okay. Ja, die Bosse sind alle so langweilige Dinger. Die man nur dreimal treffen muss und nicht herausfordernd sind. Du wirst es falsch machen können.
schon längst Daniel verkackt. Ist online. Ja, ich seh's auch dran. Ach so, jetzt versteh ich's. Ja, du, ja. Das ist richtig. Ich glaube, du hast schon viel zu viel. Nee. Ja, zwei Hits brauche ich noch, das sollte in der Zeit vielleicht sogar noch drin sein. Also, ja, ich glaube, ein paar P-Switches zur Verfügung. Also, es sollte eigentlich fast immer reichen. Wie, noch ein paar P-Switches? Doch nur noch einen. Ich glaube nicht, dass das klappt so. Ich muss jetzt halt Glück haben, dass er zweimal packt. Ja. 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 Exakt. Oh, das Glück war auf meiner Seite. Okay. Nachdem ich jetzt verstanden, was ich tun soll und nicht mehr dumm bin. Ich habe praktisch für jeden Hit einen P-Switch. Genau. Das ist schon viel zu freundlich eigentlich. Ja. Yeah. Ich kann auch zwei auslöschen und dann brauchst du voll das Glück, damit er immer auf der linken Seite spawnt und du ihn immer treffen könntest. Zwei. Brauchst du nur noch einen? Ich würde einen entfernen. Obwohl, dann wär's wieder fies, ne? Na, ja, dann den Boss ins vierte Puzzle, also ins vierte Schloss packen, dann wär's wieder okay. RNG ist immer ein bisschen fies, wenn das nicht hinhaut. Das haut nicht hin. RIP! Die Inferi-Fische zum Beispiel. Nein, ich habe den Switch nicht befreit. Oh. So. Der dritte kriegt's dann hin. Übrigens spiele ich den gerade ganz toll ohne Safe States, Hust. Weil der ist halt auch jetzt nicht wirklich spannend. RIP! Also, ich war's nicht spannend, ich finde den voll innovativ und spannend. Ja, die Idee ist schon cool. Aber es ist halt nicht so jetzt, dass es jetzt eine große Leistung wäre, das ohne Safe States zu spielen. Du brauchst halt keinen Skill dafür. Das meinte ich. Nur Glück. Wenn du einmal verstanden hast, was du machen musst. Zumindest. Ja. From the other side, oh nein, muss ich da wieder was mit reinnehmen ins Level? Nee, musst du nicht. Okay. Gut, dann habe ich damit mir schon mal gespoilert, dass ich nichts brauche. Hihi. Sehr gut. Dann gibt's das nächste Mal den blauen Switch, auch wenn er grün ist. Aber er muss die blauen Blöcke aktivieren, denn die waren die ganze Zeit hier in den Level 2, in den Welt 2 Abschnitten. Genau. Und da ich mir zwei P-Switch-Paletten habe, ist er halt mal nicht blau. Exakt. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Au revoir.